Ja, mit 16 Jahren habe ich gemerkt, dass ich etwas Neues brauche. Da habe ich dann gesucht, was ist eine Möglichkeit für mich, um noch besser zu werden. Ich hatte dann mit 16 Jahren schon die ersten Erfolge in Österreich mit einer Junioren-Europameisterschaft, mit Medaillen bei den Staatsmeisterschaften. Und speziell in Deutschland gab es 4, 5, 6 Schwimmer, die genau in meiner Altersklasse ungefähr die Zeiten geschwommen sind wie ich und noch um einiges schneller manchmal. Und dann wollte ich natürlich mit diesen Leuten trainieren. Und da habe ich um Möglichkeiten gesucht, das zu schaffen. Und da habe ich das Glück gehabt, nach Berlin gehen zu dürfen und dort auch im Schul- und Leistungssportzentrum Berlin in die Schule gehen zu dürfen, mein Abitur zu machen, aber auch mit den Besten in meinem Alter und Europa auf den Freistilstrecken zu trainieren. Das erste Mal war ich in Berlin, das weiß ich noch, der 31. Oktober 2013. Da hatte ich einen Probetag, wo ich 2 Schwimmeinheiten mitmachen durfte, so wie sie noch laufen gegangen und die ganze Mannschaft kennenlernen dürfen. So wie die Schule habe ich auch besucht, eine Unterrichtseinheit. Und ja, nach dem Tag war es für mich eigentlich klar, dass ich so begeistert von dem Umfeld dort war, dass ich unbedingt dorthin möchte. Und ich glaube, dann 17 Tage später war es dann soweit und ich bin nach Berlin gezogen. In Deutschland sagt man, dass die 11., 12. und 13. die Abiturklassen sind. Also ich habe dann mein ganzes Abitur dort gemacht. Und ja, wenn ich daran zurückdenke, bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, damals dort mitzutrainieren. Und deswegen unendlich dankbar an die Leute in Berlin. Musik